Wir haben beim Diversity Day die Teach for Austria Woche eingereicht und das Ziel dabei ist, viele Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen aus den verschiedenen Ebenen in die Klassenzimmer zu bringen. Also Diversität ist in unseren Klassenzimmern allgegenwärtig. Wir haben Umfragen gemacht und die haben ergeben, dass im Durchschnitt über 80% der Kinder und Jugendlichen Migrationshintergrund haben. Also im Mittelpunkt unseres Projekts steht der direkte Austausch zwischen Unternehmen und Schülerinnen und Schülern. Wer könnte den Schülerinnen und Schülern besser vermitteln, worauf es ankommt, als die Unternehmen aus der Wirtschaft selbst? Die Wirtschaft kann sehr vielreich von diesem Projekt profitieren. Gastlehrende aus Unternehmen kommen in Schulen und können so einen Einblick gewinnen über den Alltag an Schulen und den Alltag von Schülerinnen und Schülern. Das ist ein Eindruck, den sie sonst nie bekommen würden. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass sich die Unternehmen schon als zukünftige Arbeitgeber vorstellen können. Besonders wichtig ist uns allen die Motivation, Begeisterung in den Kindern und Jugendlichen zu wecken und ihnen ihre Fähigkeiten und Begabungen aufzuzeigen. Diese Lehrkräfte, bei uns werden sie Fellows genannt. Das sind Top-Hochschulabsolventen, die innerhalb dieser 2 Jahre viele neue Qualifikationen erwerben, soziale Kompetenz. Und es ist für die Unternehmen ein sehr großer Gewinn, diese Fellows jetzt schon kennenzulernen und für sich gewinnen zu können. Es ist uns besonders wichtig, mit diesem Projekt ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, dass einen Migrationshintergrund zu haben, beziehungsweise Diversität in einer Gesellschaft ein Vorteil für die gesamte Gesellschaft ist. Mein Name ist Elisabeth Krön. Mein Name ist Stefan Dorfmeister. Und wir sind das Leitungsteam von Specialistinne Österreich. Specialistinne ist ein dänisches Wort und heißt auf Deutsch die Spezialisten. In Dänemark gibt es einen Gründer, Torkel Sonne, der in der Telekomwirtschaft gearbeitet hat und mit einem autistischen Sohn festgestellt hat, dass er ganz besondere Fähigkeiten hat, die für den Arbeitsmarkt brauchbar wären. Menschen mit Autismus-Wahrnehmungsstörungen heißt es so hübsch im Sprachgebrauch. Wir nennen sie Asperger, wir nennen sie Autisten. Was ist das Besondere an Autisten? Menschen mit Autismus haben die Fähigkeit, Details zu bemerken, die wir nicht sehen. Sie haben eine Nullfehlertoleranz. Sie sind sehr gut beim Testen von Software, bei der Datenverarbeitung. Sie haben ein hohes analytisches Denken, hohe Kreativität und haben Fähigkeiten, die die Wirtschaft dringend brauchen kann. Man würde es nicht glauben, wir reden von 1% der gesamten Bevölkerung weltweit. Für die Wirtschaft ist diese Form der Dienstleistung besonders nützlich, weil wir hier spezifische Arbeitsbereiche abdecken, wo Menschen im Normalspektrum üblicherweise weniger gut geeignet sind oder auch Ermüdungserscheinungen zeigen. Wir wollen kein Sozialunternehmen sein, das sagt, wir brauchen jetzt Unterstützung, weil wir halt Behinderte beschäftigen, sondern wir wollen eine Dienstleistung anbieten, die tatsächlich einen Mehrwert schafft, genau in den Bereichen, wo wir tatsächlich glauben, dass wir mindestens dieselbe Qualität, wenn nicht sogar eine bessere, anbieten können. Herzlichen Dank.